Hä? Nee, warte mal. Bin ich hier richtig? Warte mal, ist das wirklich? Warte mal, jetzt muss ich mal. Ist das wirklich? Das ist wirklich L.A. Noire, ne? Und das hier auf dem Channel? Ne. Ne. Das ist nicht nur. Also, da ist irgendwas falsch gelaufen. Ich weiß auch nicht. Ich begrüße euch trotzdem herzlich zu einer neuen Folge von L.A. Noire. 8000 Dekaden später geht's dann auch endlich mal weiter mit dem Let's Play. Ja? Grüße gehen raus an die letzten verbliebenen zwei Zuschauer. Einer davon bin wahrscheinlich ich. Ja, wir machen weiter mit L.A. Noire. Wurde auch mal Zeit. Ne? Ich könnte euch jetzt stundenlang darüber erklären, warum es nicht Hey, weiterging. Paul, let's get moving. Roy, mach einen Kopf zu. Ich rede hier gerade, ja? Aber ich lasse es einfach. Lass uns einfach spielen und gut ist. Ja? Wir befinden uns im Plex Caesar-Fall immer noch und haben das letzte Mal, so viel habe ich in der letzten Folge gesehen. Ich habe mir die nochmal angeguckt. Ja, fürchterlich, ich musste mir meine eigene Folge angucken. Zum Kotzen. Ja, will man nicht haben. Wir mussten, oder ich habe in der letzten Folge. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben Jermaine Jones, hieß der, glaube ich, festgenommen. Weil er der Dealer quasi war von dem Dude. Wiederum aus dem Imbiss. Und wir haben ja am Anfang dieses Falls zwei Junkies gefunden, die an einer Überdosis gestorben sind. Ja, das heißt, wir hatten bereits zwei Festnahmen. Einmal den Imbissbesitzer und Jermaine Jones. Ja, hieß der Jermaine Jones? Ich glaube ja. Doch, ich glaube, so hieß der. Die haben wir bei der festgenommen. Und jetzt waren wir. Ist das das Wettbüro? Nee. Nee, ich glaube, wir Cole, we sollten. got things to do. Reine, wenn du jetzt nicht gleich die Fresse hältst, ich schwör's dir, dann hau ich dich hier echt krumm und schepp. Bruder, mein Gott, was ein Gestresse. Warte mal, ich glaube, sollen wir ans Telefon? Lass mal kurz ans Telefon gehen. Oh, could I help, Detective? Oder sollen wir hier gar nicht? Nee, wir sollen gar nicht ans Telefon. Okay, wir setzen uns jetzt mal ins Fahrzeug und bewegen uns in Richtung, ich glaube, in das Wettbüro, ne? So Richtig. Mickey Cohen or Jack Dragna stole the army surplus morphine. And they are selling it on the streets? Looks that way. But the mob wants return customers, not corpses. Why haven't they cut the morphine? Good question, Detective. This robbery happened months ago, right? The beginning of the year. So why are the proceeds suddenly turning up now? Another good question. But where does it get us? It's like asking questions in the middle of the movie. If you just sit tight and keep your yap shut, you'll find out what happens. We need to follow the evidence. Ich frage mich, warum uns. Boah, das ist laut. Oh, ein bisschen leiser. Ich frage mich, warum uns die ganze Zeit die Polizeitelefone angezeigt werden. Sollen wir da vielleicht doch mal dran gehen? Warte mal, lass uns mal ganz kurz. Easy. Ich bin Polizist, ich darf das. Vielleicht sollten wir doch mal kurz ans Polizeitelefon. Vielleicht müssen wir doch noch mal irgendwie telefonieren. Warte mal. Lass mal Horsche. Ne, wir können aber nicht. Wir können nicht ans Telefon. Wir können nicht telefonieren, ne? Also scheinbar dann doch nicht. Okay, gut. Ich komme. Vorsicht. So, also wie gesagt, wir begeben uns jetzt Richtung Lotteriebüro, Wettscheinbüro, Geschichte. Da gehen wir hin. Das werden wir jetzt tun und werden da weitere Indizien suchen für unseren Fall. Wie gesagt, wir hatten schon bereits zwei Festnahmen gehabt. Das ist sehr gut eigentlich. Und ich kann mich auch daran erinnern, beziehungsweise, ne, ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich habe es in der letzten Folge gesehen. Wenn ihr Bock habt, einfach unten ist die Playlist verlinkt. Einfach nochmal die letzte Folge gucken. Wie gesagt, es tut mir leid, dass so lange Pause war, ne. Es tut mir wirklich leid. Ich versuche das wirklich im Moment zu bessern. Es wird jetzt die nächsten Tage auch endlich mal wieder ein paar Unboxings geben. Also ich muss da tatsächlich mal ein großes Sorry an alle sagen, die hier trotzdem noch treu den Kanal verfolgen. Ich möchte wieder ein bisschen weg von diesem Only-WOD-Stream-WOD-Ding. Verstehst du? Sondern wieder ein bisschen mehr hin Richtung Let's Plays. Lotteriegeschäft, da wollen wir hin. Jawohl, das möchte ich. Also, zusätzlich zu den Let's Plays aus dem Stream hätte ich auch wieder gern welche, die halt eben so aufgenommen wurden. So, jetzt halte ich aber die Fresse, weil das wird spannend, ne? Lotteriegeschäft. Sieht aber nicht sehr vertrauenserweckend aus. Also eine Casino-Klitsche, wo du nicht rein willst. Weil hier ist ein Telefon. Ringeldingelding, Ringeldingelding, hier kommt der Eiermann. Kommst du da rüber? Ja, easy. Warum kriegen wir das Telefon hier angezeigt? Ich gehe doch mal dran. Mal gucken.
Operator, message for KGPL. Ah ja. Putting you through now. Ah, Ehre. Phelps, 1247. Richtig. Der bin ich. How could I help, Detective? I need an address for Ramez Removals. That's Ramez, R-A-M-E-Z. Just checking. Ramez Removals, corner Sunset and Wilton. Owned by a Jose Victor Ramez. Thanks, ma'am. Geil. Da fahren wir dann gleich als nächstes hin. Aber bevor wir das jetzt machen, gehen wir erstmal richtig schön ins Lotteriegeschäft. Freunde, wir gehen rein. Okay, Electric Hardware Supply and Co. KG. Ah, es ist immer gut, wenn ein Geschäft irgendwo oben ist. Das ist meistens, das ist top. Also, da fühlt man sich auch direkt eingeladen. Oh, wobei, geht er hin? Detectives Phelps and Earl, LAPD. The name's Merlin Odi. I run a strictly legitimate bookmaker's detective. So that's not an illegal wire service that your colleagues are running? And the number slips that I've been picking up all morning with this address on them have nothing to do with you. I pay my kick to the WOPs, and they pay their cut to the LAPD. You can't go shaking me down. You're a loudmouth motherfucker, aren't you? Anyone ever tell you the criminals are supposed to keep their mouths shut? Stay where you are while we look around. Hast gehört, was der Roy da sagt. Heißt der Bob Roy? Ja, Roy Earl. Ja, ja, okay. Habe ich nicht verwechselt, alles klar. Also da hinten, das sieht doch schon mal, guck mal, das ist doch, also noch offensichtlicher, ne? Kann ein Automat nicht angestrahlt werden? Was möchte uns das Spiel damit vermitteln? Sollen wir ins Glücksspiel-Business eintreten? Ich meine, das ist auf YouTube ja heutzutage sehr viel geklickter Content und ja auch nicht verboten, ne? Und? Kann man auch trinken oder eher nicht so? Nicht so, sagst du. Lass ich mal gucken, ob ich da was sehe. Der Earl, das ist ja auch nicht mehr, der hat ja immer die besten Augen, ne? Ja, schade. Schade, hätte er sein können, ne? Hätte ja sein können. Wir gucken uns mal ein bisschen weiter um, was es hier noch so gibt. Wir gehen gleich an den Spielautomaten, wie gesagt. Also, noch heller kann man den nicht anstrahlen, als dass wir da gleich hin müssten. Ne? Wie gesagt, gucken wir gleich. Kommen wir hier durch? Ne. Oh, was haben wir hier? Eine Brechstange. Naja. Was ist das hier? Ein Blackjack-Tisch oder was ist das? Sieht mir fast danach aus, dass auch eine Mischmaschine... Alles da, ne? Alles da. Aha, was war da? Golfball? Ah, ja. Optimistic Call. Habe ich gerade Golfball gesagt? Wow. Vielleicht solltet ihr das Let's Play jetzt doch wieder abschalten, besser. Also, wenn ihr es nicht schon längst getan habt, ihr solltet jetzt vielleicht gehen. Das ist natürlich ein Baseball gewesen, oh mein Gott. Golfball, was ist denn mit ihm verkehrt? Okay, wie viele Telefone kann man haben? Wow. Cohen took over the wire service from Siegel, right? Alter. Was ist mit dir? Naja, natürlich. So, dann. Hier sind aber. Hier sind aber die ganzen Telefone. Dann lass uns doch mal gucken. Was? Benutze L, um eine Taste zu wählen? Ach du Heilige. Warte mal, hold. Haben wir irgendwas in unseren Hinweisen stehen? Lass mich mal ganz kurz gucken. Warte mal, Hinweise. Morphium, Popcornbecher mit Morphium. Was ist das alles gewesen? Plex Caesar. Popcornbecher, Blue Room, Morphium zum Verkauf. Seltsames Gekritzel. Was stand? Schein mit Kirsche, Glocke und Win. Ich glaube, das ist genau das, was wir suchen. Also Kirche, Glocke, Win. Let's go. Eine Kirsche, eine Glocke und ein Win. Haben wir noch gar nichts hiervon drauf. Also in der Mitte muss die Glocke sein, rechts das Win. Haben wir die Kirche. Wunderbar. Und das Win. Ehre, Digga. Ehre. Kirche, Glocke. Wir brauchen nur eine Glocke. Gib mir eine Glocke. Jackpot, Baby. Wow. Okay. Was ist das? Ja. Morphium.
Eine Injektionsspritze, anderthalb, irgendwas. Gift, Morphium, Tartratlösung. Tartrat. This quantity, we're looking at a high-level trafficking charge. Wow. Alles klar. Kann man mal machen, ne? Was ist das? Ramirez Removals. Los Angeles, Kalifornien. Geliefert an Mr. OT. M.OT mit Sorgfalt geliefert. Ramirez Removals. Wir müssen zu Ramirez. Na, wir müssen zu dem. Der Name ist jetzt schon so oft aufgetaucht. Nichtsdestotrotz, was ist hier? Lotterienummer wieder, ne? Otis Bronson Avenue 429, Montagnacht. Hollywood-Auszahlung auf Nummer 429, Montagnacht. Kann es sein, dass das Wettbetrüger sind? Thanks for the paper trail, Merlin. Ja, ja. Oh, that's quite a win for a dime, Merlin. You better start talking. God damn it. Get after him, Phelps. Ja, natürlich. Give it up, Artie. Huh. Ja, was lernen wir da draus? Fangt niemals mit Glücksspiel an, das ist alles Mafia. Das ist alles Mafia. Und so spielen die mit eurem Geld und bereichern sich daran. Genau das ist es. Lasst es einfach am besten. Wo will er denn hin? Körperverletzung. Stop right there, Adi, or I will shoot. Oh, aber jetzt sind wir grün über die Ampel. Das ist ja schon mal nett. Oh, Junge. Oh, mir fault gleich der Daumen ab, ne? Die Mucke ist aber geil. What are you trying to do, Merlin? Und die nächste Körperverletzung. Und schon wieder. Komm! Ja, Spear-Tackle von hinten, geil. Jo. Erstmal den Ellbogen gebrochen. Aber Merlin, warum rennst du denn weg, hm? Alright, relax, motherfucker, you got me. Nice wand, Merlin. Too bad you couldn't pull off your vanishing act. Make your joke, smart guy, but don't damage that. That there's a valuable antique. You don't say. Maybe you ought to have a look at this, Cole. Stöcksche. Da haben wir Stöcksche bekommen. Ja, machen wir Luft den Lachs. Aha. Was steht da drauf? Mr. Jose Ramirez verpflichtet sich an Merlin Oti, die Summe von 200 Cent zu bezahlen. Jose Ramirez. Ein Schuldschein haben wir da. Jose Ramirez in his pocket. Ramirez must have forgotten his lucky numbers. Huch. Ah ja. Aber ein schönes Stöckchen hat er da, der alte Mann. Gefällt mir. Would you like to calculate the odds on you going to prison for a very long time, Merlin? I'm not going nowhere. I've paid my contributions, and I'm not getting hustled by you. Warte mal ganz kurz die Beweise durchgehen, was wir wissen. Morphium, Infektionsspritze, Popcorn, Teil des Wettscheins. Morphium, Blue Room, Lotterie. Okay. Dealer infiziert, Finkelstein identifiziert. Jones sagt, dass OT für Finkelstein eine Lotterie führt und Drogen verkauft. Okay, Schuldschein, das ist das, was wir gerade gefunden haben. Behalten wir mal die Finkelstein-Aussage im Hinterkopf. Ne? Schauen wir mal. So. We're only interested in morphine. Army surplus morphine. What do you have to say about that? I heard about that. Big robbery on the ship. Ain't my line of work. I prefer something with a sporting outcome. Ja, da können wir ihn direkt beschuldigen, weil das ist Bullshit. Warte mal, was machen wir nochmal? Machen wir beschuldigen oder macht man dann nochmal böser Kopf? Ne, ich glaube, böser Kopf war nur anzweifeln, ne? Ich glaube, es ist beschuldigen. You distribute for Lenny Finkelstein. You're a patsy for those gangsters. I don't know what you're talking about. I distribute for the LAPD, motherfucker. Ja, hör auf, Bullshit zu labern. Machen wir Finkelstein identifiziert. Jones sagt, dass OT für Finkelstein eine Lotterie führt und Drogen verkauft. Wir nehmen das. Jermaine Jones gave you up as a supplier. Ich glaube, das war richtig. He says that you're Lenny's sissy and that you'll do whatever Lenny tells you. Me? Sicher? That nigga's a dead man. Oh, hey, Vorsicht bitte, ja. I moved the dope Jose brings me. Jose Ramirez? I ran a clean numbers racket until those two motherfuckers went into the dope business. Mhm. Okay, Schuldschirm von Jose Ramirez. Ramirez seems to owe you a lot of money. We all owe somebody.
Das ist... mit Sicherheit richtig. Böser Kopf, Entschuldigung. Nee, ist ja... ja. So it has nothing to do with the proceeds of the morphine shipment? It's a gambling debt. The Heaps took over the wise service and screwed me. Now I just do what I'm told. Run numbers and shift dope. Jose's no different. He just thinks he's a big man that can run up tabs. You're not the guy we want, Merlin. Oh, nice. We're taking you in. Maybe some time in a cell will help you remember something worthwhile. Fuck you and fuck you. You'll never put a charge on me. Nee, machen wir nicht. Take this bum in. Take the Komm, wir gehen auf Klassenfahrt. Don't be gentle with him. Got that? Yes, sir. Machen wir nicht. Wir klagen den nicht an. Nein, das würden wir doch niemals tun. Wir stopfen ihn gleich ins Gefängnis. Genug Beweise haben wir ja. Ne? Roy. So ist das. So, auf nach Ramirez hin. Möbel- und Umzugslager von José Ramirez. José. Hallo, ich bin José. Ich habe die Hose voll. Was? Mickey does what he's told. Benny Siegel will take a cut of any action that's going. I thought Jack Dragna was there. Dragna's an old-time greaser. He keeps his head down and pays his dues. Word is he's gonna clip Bugsy. Whose word? What does it matter? One lowlife killing another lowlife makes our job easier. Huh. So ist es. So, da vorne ist das Lager. Jetzt bleibt er mit seinen Blumen da einfach stehen. Was ist denn mit ihm jetzt? Warum hupst du jetzt? Wie sinnlos. Okay, da sind wir. Ramirez Removals. Los Angeles. Wer ist von euch Jose? LAPD. We're here to see Jose Ramirez. What's it about? Routine inquiries, sir. Can you tell us where we can find him? You've missed him. He was in the delivery truck, just went out. God damn it. Wow. Roy, ich hoffe, die Karre ist gut versichert, ne? 11K requesting assistance in pursuit of narcotic suspects aboard a GM delivery truck. Commercial license, David Charles, 457. Roger, 11K. Hit him, Cole. Spit him out. What does this lunatic think he's doing? Macht denn jetzt? Schmeißt mit Möbel nach? Hey! Here. Take this clown off the road. Warum? Step on it, huh? Just get me a little closer. Ich versuch's. Hit him. Clear this asshole off the road. Zerschieß ihm doch einfach die Reifen. Wie ist es? Naja, mach er nicht. I'll try for the... He's going left onto Hollywood. Get alongside him and take him out. Hab ihn. Oh, ich dachte, ich hätte ihn. Oh, der Dude ist tot. Huch. Getting close. And steer him off the tar. Na, fuck. Yo. Alter. Das schöne Auto. Oh, huch. Was ist das denn? Are you trying to cut me in half? Hab ihn. Cole, you did it. It's truck's history. Give it up, LAPD. Ja, du musst nicht gleich das Lenkrad essen, ne? Boah, Alter. Haben wir gut gemacht, glaube ich, oder? War okay. Jose Ramirez, you're being arrested on suspicion of supplying illegal drugs, resisting arrest, and for malicious damage to LAPD property. Hey, hold your horses. I supply furniture, not drugs. And that thing back there, that was an accident. Some furniture came loose. That's all. Save it for the DA, Chico. Keep an eye on him. We're gonna take a look around inside. Was ist das denn für ein Dude, Alter? Wir wollen uns denn erzählen, was man mit dem Typ, der hinten auf der Rampe stand und auf uns geschossen hat? Alter, was ist das denn? Oh mein Gott. Ach, du liebe Zeit. Stell dir vor, du kommst als Beamter von einer Mordkommission oder so, kommst du hier rein und musst jeden einzelnen Schrank durchsuchen. Jeden einzelnen Schrank. Gute Nacht. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. What's with the puddle? Where's that trail of water coming from, Cole? Ach, du Heilige. Okay, lass das mal hier anfangen, in der Mitte vielleicht. Ist hier irgendwas? Macht kein Geräusch. Ich gehe davon aus, da ist nichts. Okay, wo... Oh Gott, das ist ja alles... Ach du liebe Zeit.
Hier kann halt theoretisch gesehen an jedem Möbelstück irgendein Beweis sein, ne? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Was haben wir denn hier? Ist hier irgendwas? Hier sind das nur Spielkarten. Das sehe ich doch schon wieder. Wo sind die Morphium-Spritzen? Ich weiß, dass der hier welche hat. Ich bin wie so ein Drogenspürhund. Oh, warte mal, da drüben brennt eine Lampe. Meistens ist das ja immer ein gutes Zeichen. Immer da, wo Licht brennt, ist auch irgendwie ein Beweis oder irgendwas, ne? Lass uns doch mal hier gucken. Was ist das? Ramez Removals. North Wilton Palace, Place in Hollywood. Klapp auf den Lachs. Geschäfte, drei Kisten Möbel. Was haben wir hier? Zweimal Gallonenblöcke. Was haben wir denn hier noch? Warte mal, was ist das denn? Gallonenblöcke? Why is Ramez buying so much ice? Wo ist das? Wieder Gallonenblöcke. Lyle and Layman Attorneys. Hier. Polar Beer Ice Company. Mr. Davis McGrath, das ist auch nicht für persönliche Gegenstände. Aber der hat diese Polar Beer Ice Company ziemlich oft drin. Dreimal innerhalb von nicht mal einer Woche. 17. August bis 25. August. Das dreimal. Viermal sogar. Ah, da ist aber richtig faul, wa? Da ist aber richtig faul. Was haben wir hier noch? Noel Driscoll. Ach, guck mal. Hier ist das nicht unser Kollege hier. Ne, der da. Merlin Otti, das ist doch... Ist das nicht der... Das ist der doch, den wir gerade festgenommen haben. Buying a lot of furniture. Ja, sicherlich. Ja, okay, wir haben scheinbar alles gefunden, was wir brauchten. Ich verstehe. Ach, das ist das Buch nochmal gewesen, okay. Ah, eine neue Zeitschrift. Geil. Mutmaßliche Erbe von Bugsy Siegel. Zeig mir her den Schinken. Anywhere else to meet, kid? We like to choose our ground. What is that supposed to mean? Huh? It's something Wellington said at Waterloo. The guys who win normally choose where to fight. We're gonna fight, kid? The two of you versus my boys here? I love the fight game. I went a few rounds myself. You and your friend, he looks tough, but I don't like your chances. Nah. We don't have to fight, Mr. Cohen. We have you an infillate. What the fuck is that? Some kind of steak? It means my men are in cover, but that they can still shoot you. If those were my orders, you would all be dead now. Are you kidding me? This is a $200 coat. You got some balls. Kelso. I hope you didn't scratch the paint of my new Lincoln. Mm-mm. These guys are getting out of the dope business, Mr. Cohen. You'll have no more problems from them. The morphine is going to disappear back into the sea. Hang on. You're getting hasty. There's a lot of dough on offer here. Thanks for the offer, Mr. Cohen, but we are going to have to politely decline. After today, the morphine is no more. This isn't the way we normally do business. I'm aware of that, Mr. Cohen. Call me Mickey. Are you aware of the risk, huh? I'm giving it to you straight, Mr. Cohen. There will be no more morphine. We made a mistake and would like to back out gracefully. If you come after us, we will be forced to come after you. You've been polite up till now. So don't stop making threats. I don't make threats, Mr. Cohen. I'd like to thank you for your time. Is that guy your idea, Muscle Kid? There's something you should know about Jack, Mr. Cohen. He killed six Japs hand to hand with just a bayonet and a K-bar knife. His outfit, the Six Marines, killed over 100,000 Japs in 3 months in Okinawa, and he was in the thick of it. Those Japs are little guys, right? Yes, Mr. Cohen. About your size. Also, wenn er den Wink mit dem Zaunfall nicht verstanden hat, dann weiß ich auch nicht.
Naja. Interessante Nebengeschichte. 6 von 13 Zeitungen. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben die ein oder andere Zeitung nicht mitgenommen oder übersehen oder... Ja, keine Ahnung. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben, ein bisschen was, ne? Übersehen, du. So, wir waren auf der rechten Seite gewesen. Jetzt gucken wir gleich mal auf der linken Seite, aber das, liebe Freunde, der gepflegten Unterhaltung, machen wir erst in der nächsten Folge von L.A. Noire. Die erscheint dann wahrscheinlich irgendwann in einem halben Jahr. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Das wird mit Abstand wahrscheinlich das längste aktive Let's Play auf meinem Channel. Macht's gut, bis in 6 Monaten und haut rein. Ciao, ciao.